Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch Abend, meine Freunde. Mein Name ist Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Runde von Abiotic Factor, wie wir weiter aufgehört haben. Wir können jetzt in die Anlage rein. Einigermaßen. Die Frage ist jetzt bloß, machen wir generell jetzt. Wir müssten Kondensatoren finden. Genau, das war es, was ich machen wollte. Munition muss ich noch herstellen. Elektrogranate brauche ich gerade nicht. Oh, ich könnte zwei. Nee, ich brauche die Kondensatoren ja noch. Sind hier die Munitioner? Ich kann nur 4 Stück herstellen. Oh, wir haben nicht genug Papier. Super. Dann brauchen wir noch mehr Munition. Schön. Was bist du? Bleib locker mal. Bleib locker. Oh Gott, aua, 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 aua. Fuck. Das Vieh ist gemein. Alter. Das ist wie bei ja. Oh. Okay. Ich habe für heute alles erlebt. Wollen wir so Tram jetzt noch kurz mal die anderen 2 Etagen noch angucken? Ja, nicht hoch. Okay. Yellow paint. Isn't yellow paint, yellow paint. Kiste? Poser? Layak? Ah, muss genau die Kreatur nur anstarren, dann verschwinden die auch schon. Alles klar. Auf Potion. Ein Yellow Pain. Da. Hier drin über Yellow Paint halt, ne? Das ist genug Jod und Verbände, die brauche ich gerade nicht. Kaffeemaschine. Eine Scherbengranate, nice. Oh. Perhaps I'm getting a little too endothermic. Angenehm heiß. Oh, wow. Ist wie? Oh, was ist das denn? Hinterteil, alles klar.
Munition. Aktenschrank, aber hier ist nichts. Auch nicht mitnehmen, schade. Sonst ist hier nichts. Alter. Okay. Das ist ein bisschen krass. Ungekochte Extraherz. Kann ich aufmachen? Okay, gut. Ich muss noch mal nach oben und dann noch weiter gucken. Ich kann jetzt mal den Jutabel nutzen. Yellow Paint. Keine Ahnung, was Yellow Paint ist. Aber man kann es anscheinend nicht containen, also nicht aufbewahren? Nee, aufbewahren ist nicht der Begriff dafür. Man kann auf jeden Fall nichts damit machen. Ja, das bestimmt, da weiß ich nicht. Going Shard? Ist da... Going Shard? Sleeping Crystal? Composer Glowing Shard? Rise to not stay directly at, for extended periods during nocturnal hours, any staff researching or removing and release, okay, irgendwas... Nächtliches. Dem Kristall. Keine Ahnung. Bitte. Keine Ahnung. Bin etwas weniger schlau dabei. Ich weiß nicht warum. Bin generell heute irgendwie gerade ein bisschen so neben der Spur. Oh Gott. Ja, ich brauche Biomasse. Oder Biomüll. Lassen. Aha. Kann ich auch machen? Wie viele Leute hier tot, ne? Gummiball, Nachos. Ernsthaft? Hey. Keine Munition dafür. Bin schon wieder wirklich freudig im Strahl kotzen. Ah. Na gut. Dann haben wir jetzt einen C-Block und dann mal nach oben. Ja. So. Ich habe gerade einen leichten Schrecken. Nur wegen dem scheiß Glubschi. Ich hab so perplexe Komplexe durch den scheiß Glubschi. Weiß ich warum? Glubschi macht mir irgendwie da richtig Sorgen, weil ich. Ich weiß immer nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob das töten kann. Ich glaube nicht mal, dass ich das töten kann, aber trotzdem, Glubschi ist halt, keine Ahnung, irgendwas. Ich finde dieses kleine Teil so genial eigentlich. Dass Blut in den Abfluss fließt. Aber ja, Glubschi ist, nicht mal mein bester Freund vom Dienst, muss ich mal sagen.
Oh, du Mistvieh. Dator und Technologie-Schrott. Ärgerlich. Das ist so ärgerlich mit dem. Der war früher da nicken sollen, mir auch mal Spritzen herzustellen. Ich hätte einfach mal früher anfangen sollen, anstelle die ganze Zeit zu pushen. Einfach erstmal Vorbereitung treffen. Und nee, das habe ich nicht gedacht. Nehmen wir. Okay, langsam wieder 8. Endlich von den Skills her ist auch die Genauigkeit so. Ich habe mal Genauigkeit 6. Ich brauche 10, um die Maschinenpistolen und sowas zu nutzen. Na komm, schieß noch ein bisschen. Jetzt nicht schießen. Dankeschön. Hat nichts Besonderes bei. Meine neuen E-Mails. Mehr 001, Martha. Martha, ich arbeite an hochenergetischen EM-Emittern für Frake und Rauche von dem Material ist nur eins produziert. Hast du was auf Lager? Kann ich verzögern? War schon nur eins produziert. Die Essenz, die du beschreibst, wenn man es beim Umherwandern mit Röntgenstrahlen beschießt. Leider verschwindet es kurz darauf wieder. Wenn du vorstellen kannst, führt das zu Problemen bei der Eindämmung. Wir müssen entweder dazu bringen, so zu produzieren oder es in Schach halten. Aber wir haben noch keinen Weg gefunden, beides zu tun. Wir arbeiten daran. Ich habe gerade eine R3 zu sogenannten Graugebsamen bekommen. Weißt du etwas darüber? Ja, die sind neu. Es scheint so, als hätten sie hyperautonome Eigenschaften. Ich habe Manse gesagt, dass am besten dafür geeignet bist, sie zu untersuchen. Kommen die her. Tango hat einen neuen Teleporter der Proben direkt aus der Fleischdimension beamt. Wo ist ES 001? Hörte PSM-Test bei, da führen aber, ist nicht da. Hat jemand den Splitter gesucht? Vergessen das vom aus. Wird in der Kategorie Kältespielen gebracht. Sagt zwar in Ordnung, wir holen den Papierkram nach. Wir haben eine Deadline. Ich kann sitzen, wir bei PSM kann warten. Diskussion um die Einmauerungsbezeichnungen lief völlig aus dem Ruder, da ständig zu verwechseln zwischen EK und ES kam. Alle Personen werden nun allen Subjekte. Bezeichnet. Bitte dahingehend alle internen Unterlagen untersuchen. Kein gutes Recht. Ich hoffe, dass dadurch keiner. Okay, gut. Ach, sehr Schrott. Oh, Dankeschön.
oben ist, was ist das? Adjustment. Anpassung. Leck dich aber so was von hart. Drei Schüsse, alles klar, kapiert. Komm, Biomüll. Aufpassen. Hm? Oh Gott. Warum seid ihr denn jetzt hier? Oh Gott. Ich geh Deckung. Pack dich Schiller am Haut. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Ich will kurz zurück und mich jetzt mal entspannen. Und die Sachen reparieren. Schauen wir, wo das Vieh hin ist. Habe ich es irgendwo gesehen, ist gut. Auch so bleiben, dass das Vieh nicht in der Nähe da ist. Da ist. Das soll einfach nur von entfernt bleiben, mehr auch nicht. Gut, So, mal kurz gucken. Ich brauche ich hab's hergestellt. Nice. Super. So, dann muss ich noch herstellen oder reparieren. Gut. Das kann ich zu mir nehmen. Super, jetzt gehört. Ich werde hier perplex. So, ein paar Granaten herstellen. Mal kreuzweise. Ja. Na gut, würde schon sagen. Wie also die ganze Zeit so ein höre, dann weiß ich auf jeden Fall, dass es da ist. Sehr froh, dass wir auf einer Linie sind bei dieser den Tatsache.
das ekelhaft, das Vieh. Schlimmer als meine Tante aus Neuguinea. Neuguinea. Jugoslawia. Keine Ahnung, irgendwo, ja. Warten wir jetzt mal, ja. Autsch. Der zweite von diesen Sprüngen ist ein Elektroschock. Huck. Okay, gut. Hier, Strahlungsweste, nehme ich mit. Edelter Kohlenstoff, nice. Bunsenbrenner und Panzerhandschuhe. Die Keule mit. Mal hier nix. Gerne mit, brauche ich noch ein bisschen mehr von. Brauche ich sofort, weil ich eh Hunger habe. Dr. Derek Mance reporting. IS-064, or The Composer, a piece of reluctant poetry from yours truly, displays a high degree of synchronized behavior. Dr. Pendleton speculates they are interconnected in some fashion. A hive mind, perhaps? Interestingly, these synchronized behaviors vanish when the large protrusions are separated from what you would call its shoulders. We also cannot rule out the mist as some kind of transference medium. Der Komponist also. Nichts Besonderes hier. Einmal rum, okay, gut. Okay, das sind noch die Typen hier. Wo bist du, Xelium? Ach, ey. Was soll ich da machen? Ja, schwanger wie bei Goebbels, du. Mal kurz gucken, was ich herstellen könnte. Ich kann auch nicht mal was herstellen, weil die.
Locker bleiben, Jack. Dein Blutdruck. Das ist die Höhe. Hey. Also jetzt kann ich in Ruhe, wisst ihr? So, hier zurück. Wo mal bitte? Nee, noch mal. Nichts Besonderes. Okay, es ist gut. Toilette muss ich noch nicht, gut. Messer mich mit, im Fall der Fälle. Und ich kann ja eigentlich mal die Granaten mal draufsetzen. After our first steps in Flat Hill and early on-site experiments beneath the hydroplant, Dr. Newman's dark lens is quite simply revolutionary. If anything, it's too powerful. The lens opens up an infinity of worlds to us. That said, the name appalls me. Why we gave critical equipment such a melodramatic name is beyond me. Are we scientists or B-grade villains lurking in some covert lair? Ah, ja, könnte passen. Das so gesehen die Gate Escape Facility halt Bösewichte beherbergt. Du bist ein komisches Tier. Jummel, nice, danke. Genau, was ich eigentlich suchte.
Ja, schön. So. Silber macht zu. Ah, das ist gut zu wissen. Hopp. Halt. Jummel? Nee. Wenn ich aufheben. Ich muss kurz gucken, hier was Besonderes ist. Nups. Halt, ich kann mal waschen. Super. So. Muss mal auseinandernehmen hier. Keule und Steak. Jetzt brauche ich nicht. Meine Keule. Laserlab kommen wir nicht lang. Wofür eigentlich der Fahrstuhl hin, den ich vorne mal hatte? Warte, der war doch irgendwo jetzt hier drüben, genau. Dann wollen wir nicht gehen. Wohin führt mich der Aufzug? Mehr nach oben. Keine Ahnung, was ist. Okay. Okay. Oder? Sehr schön. Und Level 7 schon, ey. Wie lange? Wir können eigentlich dann langsam die biometrischen Handschuhe herstellen, glaube ich. Oder Armschienen. Und dann diese ganzen Waffen von den Soldaten nutzen. Was ziemlich gut wäre. Einzig Schlechte, was ich gerade gesehen habe, ist, ich weiß nicht, wo ich
gezieltermaßen hin müsste, um meine Sachen aufzuladen. Ich habe keine Ladestation gefunden für meine Sachen. Ich meine, doch, ich habe eine. Warte mal, ich glaube, ich weiß noch eine Station, weiß ich, wo die ist. Ich glaube, ich weiß, wo ich für einer hin musste. Oh, du bist in der Nähe. Wo bist du? Du bist ziemlich nah, glaube ich sogar. Nachgucken, was ich herstellen könnte. Ich kann Panzerhandschuhe herstellen. Brauche ich Leder? Steak? Steak? Wo ist das Steak bitte? Scherbengranate. Ah, nicht ganz. Brauche ich Ketten für. Oh. Granate, okay. Nice. Strom und Elektronik, Ladestation. Ich gerne her. Kann ich eigentlich einen Mehrfachstecker bauen? Ich brauche keine Binden, noch Schnitzel. Brauche ich noch ein paar. Schieß mich tot. Bildschirme. Wo bist du? Du bist ziemlich nah. I can feel my blood sugar falling. Oh, warte mal, halt wieder zurück, mein Essen. Der ist so nah, ich weiß es und ich sehe ihn aber nicht. Das ist so kirre. Ah, eine verbrannte Alienkeule. Oh. Ja, aber kann ich den Topf eigentlich herstellen? Ja, bestimmt nicht. Doch, kann ich. Oder für Wasser. Blau. Ja, auch ein Blauerchen dafür. Das kommt anders hin. Jetzt kommt dann da unten hin. So. Oh. Das sieht. Oh.
gucken, ob ich eine Ladestation finde und danach Abmarsch. Drüben nachgucken. Dann kann ich den Bildschirm mehr machen für die Winde. Dann haben wir schon alle. Dann müsste es also dann doch die sein, die ich hier vorne hatte. Nicht die. Und muss mal die Toilette suchen. Bald. So. Und das Lied kann ich schon mal jetzt ziemlich abmoderieren. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich sehe den nächsten Part wieder von Abiotic Factor. Nicht vergessen, liken, subscriben oder auch kommentieren. Und ihr kennt ja die Routine in der Beschreibung selbst, ist ja der Link zum Discord, wenn ihr mich aufsuchen wollt und mit mir über gute Game nacken wollt. Ansonsten sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Dann gucken wir jetzt mal ein bisschen weiter durch diese Verarbeitung gehen und gucken, was uns dort uns erwartet. Wir haben eigentlich eine gute Waffe dafür, wir müssen halt nur naja, ein bisschen länger die Batterie durchhalten. Gut, also wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Bye.